Hallo, ich bin Marco von reisenachatlantis.de. Dies ist mein erstes Video für diesen Kanal und auch eine kleine Einführung für euch, worum es hier überhaupt geht. Es geht um Philosophie und zwar um praktische und rationale und auch empathische Philosophie. Wir wollen nach der Wahrheit suchen. Das ist das Ziel eines jeden Philosophen. Und so wollen wir metaphorisch ausgedrückt nach Atlantis reisen, der mystischen Insel der Philosophen und der perfekten Stadt oder der perfekten Insel. Und wir werden metaphorisch ausgesprochen auf drei Arten nach Atlantis reisen. Mit den Füßen, mit dem Kopf und mit dem Herz. Also mit dem Kopf, das ist die eben erwähnte Philosophie. Es ist ganz wichtig, in der Philosophie rational zu sein, rational zu argumentieren. Dazu ist der Kopf gut, aber wir brauchen auch das Herz. Ja? Denn bei vielen Problemen in der Philosophie kommen auch die Emotionen ins Spiel. Gerade wenn manche Dinge schwierig zu akzeptieren ist, dann werden viele Leute sehr emotional. Das heißt, wir brauchen auch eine empathische Komponente. Wir brauchen auch unser Herz. Und da wir im richtigen Leben leben, hier im praktischen Leben, wo alles auch konkret ist, wo wir Dinge auch anfassen können und wo nicht alles nur aus Abstraktion besteht, müssen wir auch mit den Füßen nach Atlantis reisen. Und mit den Füßen reisen, da meine ich auch solche Dinge wie Fitness und später auch Reisen. Also es sind auch Wege, wie man sich als Person weiterentwickeln kann. Es ist nicht nur, es geht nicht nur um den Kopf. Denn meiner Meinung nach, was viele Philosophen im Laufe der Geschichte falsch gemacht haben, dass sie wirklich nur Kopfmenschen waren. Ja, sie haben nicht wirklich auch mit ihrem Körper gedacht, wenn man so ausdrücken kann, sozusagen. Sie waren nicht wirklich im praktischen Leben dabei. Und das möchte ich besser machen, falls man besser sein kann als manche der großen Philosophen in der Geschichte der Menschheit, was ziemlich schwer sein wird, aber zumindest in diesen Aspekten, wo ich denke, dass sie nicht so gut waren, da möchte ich zumindest euch auch dieses Wissen vermitteln. Und genau, warum denke ich, ich bin qualifiziert, über Philosophie zu sprechen? Nun, einmal denke ich, jeder ist qualifiziert, über Philosophie zu sprechen. Es ist eine Disziplin, die jeder ausführen kann, die aber nicht jeder gut ausführen kann. Und deswegen möchte ich diesen Kanal machen, um euch vielleicht auch ein bisschen was beizubringen. Denn die letzten drei Jahre habe ich Tausende, also wirklich nicht übertrieben, Tausende Stunden mit der Philosophie verbracht. Ich habe mir Podcasts angehört über Philosophie, ich habe Bücher gelesen über Philosophie, ich habe stundenlang mit Freunden hin und her diskutiert und somit, also ich habe mich sehr intensiv mit allen möglichen philosophischen Ideen auseinandergesetzt und habe sehr viel dabei gelernt und auch sehr viele spannende Ideen entdeckt, und diese Ideen möchte ich gerne mit euch teilen, denn es hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Also ich wäre nicht derselbe Mensch, hätte ich von manchen Ideen nicht erfahren. Und dieses Geschenk, was ich bekommen habe von Philosophen vor mir, möchte ich euch auch geben. Was natürlich nie heißt, dass ich irgendwie besser wäre oder rationaler oder so. Ich will euch immer einladen, auch eure Meinung zu sagen. Ich möchte, dass eine Diskussion entsteht, eine rationale Diskussion, wo die besten Argumente siegen. Und genau, das war's erstmal von mir. Jetzt möchte ich von dir hören. Geh nach Reise nach Atlantis.
www.ruhrpott.de. Und zum Zeitpunkt, wo ich dies hier aufnehme, wird euch das gleich weiterleiten auf die Facebook-Gruppe. Tretet der Facebook-Gruppe bei und macht mit bei den Diskussionen. Am besten gehst du jetzt hin nach reisenachatlantis.de, stellst dich davor und wirst hoffentlich von einer großen Gemeinschaft willkommen geheißen. Ja, ich freue mich auf dich und ich freue mich auf all die tollen Diskussionen, die entstehen werden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!